Das war der russische Außenminister heute bei den Vereinten Nationen im Weltsicherheitsrat mit seiner Sicht auf den Multilateralismus. Mit Professor Andreas Heinemann-Grüder vom Bonn International Center for Conflict Studies kann ich auch über dieses Thema jetzt sprechen. Professor Heinemann-Grüder, das war eine Breitseite gegen die USA, ne? Das ist ein Versuch eines Themenwechsels. Das heißt, Lavrov versucht mit keinem Wort die Ukraine zu erwähnen, mit keinem Wort die Aggression, mit keinem Wort den Krieg, den Völkerrechtsbruch, sondern redet darüber, dass Russland der Vertreter des Völkerrechts ist, die USA die Regeln gebrochen haben, die USA in der Minderheit sind, die Russen die Mehrheit, die Armen der Welt vertreten. Es ist eigentlich Rückkehr zu der alten Sowjetrhetorik, zu der alten Sowjetpropaganda. Alter Kalte Krieg-Sprech eigentlich, genau. Oder? Das sind alles Standard-Propaganda-Formeln, die recycelt werden. Man hätte die eigentlich schon in 70er oder Anfang der 80er Jahre so benutzen können. Es ist der Versuch eigentlich dadurch, an die Entwicklungsländer heranzukommen, weil 140 Staaten hatten gegen Russland und gegen den Krieg gestimmt. Und jetzt versuchen sie, einen Themenwechsel vorzunehmen und einige zu gewinnen, weg von der Ukraine-Agenda und letztlich auch Hauptthema Globalisierung. Also unter den Sanktionen leidet ihr ja auch, Stichwort Weizen und so weiter. Und wir sind an eurer Seite. Und wenn ihr leidet unter den Kriegsfolgen, dann sind die USA und sind der Westen daran schuld. Und Technologie wird auch vorenthalten, nicht nur Russland, sondern infolgedessen auch allen anderen, die eben auf der russischen Seite stehen. Wie erfolgreich sind denn solche Worte wohl? Es ist zumindest der Versuch für diese Zeit, sagen wir mal, wo Sie jetzt den Vorsitz da im UN-Sicherheitsrat haben, das ist ja nur für einen Monat, eine öffentliche Show zu haben, das auch vor den heimischen Fernsehschirmen zu haben, aber auch in den Entwicklungsländern sozusagen da eine Propaganda-Offensive. Sie wollen eigentlich aus der Isolation heraus. Ja? Aber diese Propaganda, die war ja auch schon vorher zu hören, als Russland eben nicht den Vorsitz hatte. Da hat also der russische Vertreter bei den Vereinten Nationen ja genau so ähnliche Sprüche losgelassen. Ja, natürlich kommt das an bei denjenigen, die sagen, jetzt ist seit über einem Jahr der ganze Fokus der internationalen Aufmerksamkeit auf die Ukraine gerichtet. Was ist mit den ganzen anderen Konflikten? Was ist mit Jemen? Was ist mit Palästina, Israel? Was ist mit Sudan? Was ist mit Mali, mit Niger, mit Burkina, mit Kolumbien und so weiter? Und natürlich findet er dort Anklang, weil sie denken, im Windschatten sozusagen von dem Ukraine-Krieg werden die ganzen anderen Konflikte vernachlässigt und da mag er möglicherweise ein Auditorium für sich finden. Also so steter Tropfen höhlt den Stein, denn wenn wir zum Beispiel nach Afrika oder nach Südamerika schauen, dann ist dort ja die Haltung, das ist euer europäischer Konflikt und wir positionieren uns da eigentlich gar nicht. Oder wenn wir uns positionieren, haben wir auch durchaus manchmal, wie zum Beispiel in Brasilien, Sympathien eher für eine russische Haltung, weil es um Multilateralismus geht oder warum? Der Multilateralismus ist ja das Stichwort, wir wollen weg von der US-Hegemonie. Ja. Ja, also die vermeintlich unilaterale oder unipolare Welt. Und das ist natürlich adressiert an diejenigen, die Ressentiments gegenüber den USA, gegenüber Großbritannien oder in Frankreich, in Afrika oder in Lateinamerika haben. Und natürlich gibt es diese Stimmung, anti-amerikanische Stimmung oder anti-britische. Genau. Und die versuchen sie für sich zu mobilisieren, zu sagen, vor dem Hintergrund, wir sind diejenigen, die da bei euch zur Seite stehen. Wie weit sind da die Chinesen an der russischen Seite? Also ein Stück weit des Weges geht man gemeinsam, nicht? Aber zu eng sind die Schultern da doch nicht geschlossen, oder? Wird man versuchen, eben sich so zu präsentieren, dass die Russen nicht isoliert sind, sondern dass sie die Chinesen an ihrer Seite haben. Also insofern kommt ja auch immer noch das Argument, wir repräsentieren eigentlich eine Mehrheit, also nicht eine Mehrheit von Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates, aber eine Mehrheit von Menschen. Mhm. Das heißt China, Indien, Russland, wir repräsentieren ja die bevölkerungsreichen Staaten. Insofern sind wir eigentlich die Bolschewiki, nämlich die Vertreter der Mehrheit gegenüber einer Minderheit. Und das ist so ein bisschen das Argument. Die Chinesen haben kein Interesse, dass ein Atomkrieg stattfindet. Sie wollen auch nicht, dass dieser Krieg eskaliert oder dass er ewig dauert. Auf der anderen Seite sind sie Trittbrettfahrer des Ukraine-Konfliktes, weil sie sagen, die USA
sind an die Ukraine gebunden, der Westen ist an die Ukraine gebunden und insofern, die können keinen Zwei-Fronten-Krieg führen. China hat also einen Vorteil davon, dass die westlichen Energien finanziell, militärisch, wirtschaftlich auf die Ukraine konzentriert sind. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch Handel nicht nur für die Wirtschaft von China, sondern eben auch für die russische Wirtschaft, denn es kommt ja zum Beispiel wieder über das Getreideabkommen, kommt ja wieder wirtschaftliche Aspekte mit hinein, ist auch ein wichtiger Punkt. Also auch das ein Punkt. Ich glaube, dass es einerseits so ein Versuch ist jetzt sozusagen Zuckerbrot. Also man versucht so Outreach, also so sein Publikum zu erreichen, gleichzeitig mit der Androhung des Weizenabkommen aufzuerkündigen oder nicht zu verlängern, ist natürlich die Drohung auch im Raum. Wir können also die Verknappung der Weizenpreise auch einsetzen. Das heißt, es wird nicht nur eine Schamoffensive gefahren, sondern es wird gleichzeitig auch gedroht. Und da haben natürlich Länder wie Ägypten oder andere nordafrikanische Staaten erhebliche Sorgen, auch die Türkei, dass die Weizenlieferungen nicht stattfinden. UN-Sicherheitsrat, Sie haben gesagt, das ist jetzt ein Forum, was Russland einen Monat lang nutzen wird. Wie wichtig ist denn, sind die Vereinten Nationen denn tatsächlich, wenn wir nochmal einen Schritt zurücktreten? Ja, die Vereinten Nationen sind in der Tat ein Forum, das ist kein Menschenrechtsrat. Ja, das ist keine moralische Veranstaltung, sondern da sind Autokraten und Demokraten versammelt, da sind alle möglichen Regimetypen versammelt. Es ist ein Gesprächsforum, wo sich jeder versucht zu rechtfertigen. Die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates sind da drin aus zwei Gründen. Erstens, weil sie Siegermächte des Zweiten Weltkrieges waren und zweitens, weil sie Massenvernichtungsmittel haben, wo sie wechselseitig anerkennen, das ist legitim, dass ihr sie habt. Das heißt, alle anderen, die werden als illegitime Besitzer von Massenvernichtungsmitteln angesehen. Aber das sind die beiden Kriterien, weswegen die da drin sind. Das ist keine Kirche. Das ist sozusagen ein Club, der sich wechselseitig anerkennt, wir dürfen mit Atomwaffen drohen oder sie auch behalten. Die anderen haben das Recht nicht. Und wo auch die Spielregeln eingehalten werden sollen. Das war jetzt ja hier gerade ein ziemlicher Appell dann auch. Wer auch immer diese Spielregeln gerade bestimmt. Ja, das Interessante am UN-Sicherheitsrat ist ja auch, dass die also Gesetzgeber, Richter und Vollstreckungsbeamte in einer Person sind. Das heißt also, wir haben überhaupt keine Gewaltenteilung im UN-Sicherheitsrat. Also nach Demokratieregeln würden wir den sofort zumachen. Ja, aber er ist auf und wahrscheinlich auch das einzige Forum, in dem noch miteinander so geredet wird. Professor Heinemann-Gröder, herzlichen Dank für den Besuch und für die Analyse.